Die Altparteien sind alle gleich. Also, sie können sich zwar nach wochenlangen Verhandlungen nicht auf eine Zusammenarbeit einigen, weil die Unterschiede offenbar einfach zu groß sind, aber trotzdem, sie sind alle gleich. Und was das Land jetzt wirklich bräuchte, wäre mal eine neue, unverbrauchte politische Kraft. Also nicht die hier. Ja, also die AfD selbst ist ja mittlerweile selbst eine etablierte Partei, sagt zumindest Frauke Petri, die ehemalige AfD-Parteivorsitzende, die neulich einen Tag nach der Bundestagswahl plötzlich merkte, dass sie sich mit der AfD einfach nicht mehr identifizieren kann und sich vor laufenden Kameras absolut spontan aus der Partei verabschiedete. Genauso spontan hatte sie sich bereits Monate zuvor, im Juli 2017, die Internetadresse dieblauen.de gesichert und nochmal so spontan am 17. September 2017, eine Woche vor der Bundestagswahl und ihrem großen Abgang, wurde eine Partei namens Die Blaue Partei gegründet. Und eben diese stellte Frauke Petri jetzt erstmals bei Veranstaltungen vor und Petri verkündete schon vorher eine echte konservative Politik, die es bei keiner anderen deutschen Partei gibt. Es wurde sogar schon eine Programmatik für diese neue blaue Partei veröffentlicht und obwohl man es jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann natürlich mit einem offiziellen Wahlprogramm, so lässt sich dennoch eine politische Richtung erkennen und vor allen Dingen, wie sehr sich die Programmatik der neuen blauen Partei unterscheidet vom Wahlprogramm der AfD 2017. Die AfD sagt, Deutschland muss die Transferunion aufkündigen und braucht die Wiedereinführung einer neuen nationalen Währung. Bei der Blauen Partei heißt es, Deutschland muss die Transferunion aufkündigen und zu einer stabilen Währung zurückkehren. Die AfD sagt, sie will keine deutsche Haftung für ausländische Banken. Die Blauen sagen, die Haftung für ausländische Banken lehnen wir ab. Die AfD fordert den dauerhaften Erhalt der uneingeschränkten Bargeldnutzung. Die Blauen setzen sich für den dauerhaften Erhalt der uneingeschränkten Bargeldnutzung ein. Die AfD will Volksentscheide nach Schweizer Vorbild, die Blauen wollen Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Die AfD will eine Erhöhung der Geburtenrate, die Blauen wollen eine höhere Geburtenrate. In der Schwangerschaftskonfliktberatung, also wenn es um Abtreibungen geht, soll es für die AfD um den Schutz des Lebens gehen, für die Blauen um den Erhalt des Lebens. Laut AfD widerspricht die Genderideologie den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Blaue Partei lehnt die Genderideologie als unwissenschaftlich ab. Die AfD will keine weitere Einwanderung in die Sozialsysteme, die Blauen wollen keine weitere Einwanderung in die Sozialsysteme. Die AfD will das Familiensplitting, die Blauen wollen das Familiensplitting. Die AfD will das mehrgliedrige Schulsystem erhalten, die Blauen wollen das mehrgliedrige Schulsystem erhalten. Die AfD will die Zurückführung der Europäischen Union in einen Staatenbund souveräner Staaten. Die Blauen fordern, die Europäische Union ist einen Bund souveräner Staaten umzuwandeln. Die AfD fordert einen grundsätzlichen Strategiewechsel in der Entwicklungspolitik. Die Blauen sagen, wir brauchen einen grundsätzlichen Strategiewechsel in der Entwicklungspolitik. Dazu will die AfD Menschen in Entwicklungsländern bei der Professionalisierung ihrer Tätigkeit fördern. Die Blauen formulieren es moderner und sprechen von einem Know-how-Transfer. Merkt ihr was? Diesen frischen Wind, den Petri mit ihrer neuen Partei in die Politik bringt, also zugegebenermaßen für Laien, könnte es so aussehen, als hätte sie einfach das AfD-Wahlprogramm 2017 kopiert und hier und da ein paar Wörter umgestellt, damit es sich ganz offensichtlich ist, so als wäre es irgendeine Hausaufgabe in der 5. Klasse. Aber wir haben es hier in Wirklichkeit mit einer politischen Revolution zu tun. Petris Ehemann Markus Prezell, der ebenfalls nach der Bundestagswahl aus der AfD austrat und mit seiner Frau nun die Blaue Partei an die Macht führen will, wolle sich mit der neuen Partei an der Bewegung En Marche von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron orientieren. Zum besseren Verständnis, En Marche bzw. La République En Marche wurde erst 2016 von Emmanuel Macron gegründet und ein Jahr später wurde sie schon stärkste Partei in Frankreich, stellte mit Macron den Präsidenten und hat Stand heute nach eigener Aussage über 380.000 Mitglieder. Alles erreicht seit letztem Jahr und Petri und Prezell sind optimistisch, dass es auch mit ihrer eigenen neuen Partei so richtig schnell, so richtig nach oben gehen wird und es wird bereits als Ziel gesetzt, Regierungsbeteiligung im Jahr 2021, also schon zur nächsten Bundestagswahl. Nun sieht es aktuell für die Blaue Partei noch weniger nach En Marche aus und mehr nach Im Arsch. Zur ersten Vorstellung der neuen Partei kamen nur 70 Besucher. Zur zweiten Veranstaltung, etwa eine Woche später, laut der Sächsischen Zeitung nur noch 35. Und das in Petris Heimat Sachsen wohlgemerkt, wo sie eigentlich die meiste Unterstützung hat. Wenn das jedenfalls ein erster Indikator für die Halbwertszeit dieser Partei ist, dann, Junge, Junge, könnte die Blaue Partei schneller wieder weg vom Fenster sein, als Petri Bernd Lucke sagen kann. Der ehemalige AfD-Chef und Parteigründer hatte bereits 2015 die AfD verlassen und eine neue Partei gegründet, weil die AfD sich in seinen Augen zu sehr radikalisiert habe. Also genau das, was jetzt auch Frauke Petri kritisiert. Man habe gehofft, dass sich mit der Gründung einer Art gemäßigter AfD die Aufmerksamkeit auf sie konzentrieren würde. Was ist danach passiert?
Die AfD hat ein Rekordergebnis nach dem nächsten eingefahren. Lukas Partei kennt bis heute so gut wie niemand. Und er selbst sagt mittlerweile, ich bin gescheitert. Die AfD wird nicht gewählt, obwohl sie radikal ist, sondern weil sie radikal ist. Das ist eine Lektion, die schon Bernd Lucke lernen musste und die als nächstes vermutlich Frauke Petri lernen wird.